wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, mit dem beginnenden Abrahamszyklus im Buch Genesis heute den Urimpuls dessen hören, was Glauben bedeutet, was für unsere älteren Geschwister im Judentum Glauben und Berufensein bedeutet, was es bis heute bedeutet, dann besteht die Gefahr immer darin, dass wir das, was wir Aufbruch nennen, spiritualisieren, meint entschärfen. Das, was man der Auslegung der Väter und der Kirche so oft vorgeworfen hat, dass sie die Schrifttexte entschärfen. Dabei beobachten wir heute, wie gerade Genesis 12 sehr gerne gelesen wird. Ich glaube, es ist auch in den Auswahllesungen zu den entsprechenden Anlässen. Eine Zeit lang fand man diesen Spruch gerne auf Primizkarten, auf Primizbildchen, bei Ordensprofessen oder auch immer häufiger bei Beauftragungen von Laienmitarbeitern. Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und wenn man boshaft wäre, könnte man sagen, ja, was ist denn dieser Wegzug? Der Exodus in eine BAT-Stelle mit Beamtengehalt. Wenn das keine handfeste Spiritualisierung ist, dann weiß ich es nicht. Das, was man der klassischen Auslegung der Väter vorgeworfen hat, ist genau das Gegenteil. Nicht eine künstliche Spiritualisierung, sondern eine Konkretisierung. Jeder von uns weiß, dass diese Stelle, wenn wir sie heute lesen, nicht eine globale Völkerwanderung in Bewegung setzen will. Nicht jeder kann mal eben sein Paket schnüren und wegziehen. Das ist nicht der Impuls dieser Lesung. Sehr wohl geht es um einen Aufbruch. Wenn etwa Elias der Priester im 12. Jahrhundert in der Väterweisheit sagt, wir müssen hinausgelangen über das Normalmaß einer Sittlichkeit, also das, was wir bürgerliche Anständigkeit nennen. Wir müssen hinausgelangen. Dazu muss man das eigene Land verlassen. Und das ist das natürliche Gesetz, den normalmenschlichen Regeln zu folgen. Wir müssen die Verwandtschaft hinter uns lassen. Das, woran uns die Leidenschaften binden, was wir vielfach als normal betrachten. Daraus muss man auswandern, um einen höheren Grad zu erreichen. Oder Maximus der Bekenner sagt uns, man kann nur mit den reinen Augen des Glaubens schon die künftigen Güter sehen, das verheißene Land, die große Nachkommenschaft, das Volk, zu dem Gott Abraham machen will. Dazu müssen wir aufbrechen, aber nicht irgendwie aufbrechen irgendwohin als ein billiges Schlagwort, weil das immer irgendwie geht. Man muss aufbrechen, man muss sich bewegen, in Bewegung bleiben. Das kommt sozusagen dieser Sportideologie unserer Tage natürlich immer entgegen, aber darum geht es nicht. Wir müssen aus der Leidenschaftlichkeit, das, was uns bindet, was uns nach unten zieht, was uns verhaftet macht, aus unserer Bequemlichkeit, aus unserer Trägheit, aus dem Verhaftetsein an den Dingen, aus dieser Gemütlichkeit, aus der ist es höchste Zeit aufzubrechen. Und so muss jede Zeit ihre Dinge finden, die uns wach machen und die uns wirklich innerlich beweglich machen, auch wenn man am gleichen Platz bleibt. Und trotzdem, auch wenn man am gleichen Ort bleibt, kann man aufbrechen und so ein Nachkomme Abrahams werden. Ein Erbe, wie Paulus sagt, Kraft der Verheißung.